Ballade. Und ich habe mir gedacht, da muss doch mal was Besonderes mit dieser Ballade sein. Denn mit dieser Ballade hat sozusagen meine Karriere gestartet. Mit Du hast mich stark gemacht in der RTL-Sendung Das Supertalent. Und ich habe mir gedacht, dass ich mich jetzt mal umdrehe und ihr eure Smartphone-Lichter anmacht. Das fände ich ganz, ganz toll. Eure Smartphone-Lichter. Wenn ihr doch Smartphone-Lichter habt. Ich frage den Jörg, ist der Jörg da? Ist es gut? Du musst mir sagen, ob gut ist hier. Ob die Lichter gut scheinen. Ist gut? Ja? Perfekt, dann würde ich sagen, wow. Bei meinem letzten Auftritt waren gerade mal 5 Lampen oben. Muss ich auch sagen, okay. Warum? Doch dann geht's um uns allein. Wir fühlen uns so leicht und so.
Himmel ist so klar. Die Stadt liegt hinter uns, nicht warst du mir so nah. Die Welt ist nicht für dich und mich, doch halt ist um uns frei. Und ich mag sie bei dir.
hier wird man ja doch nur tief gekühlt. Thank you.
Darf ich mal zu dir auf die Bühne kommen, wollte ich schon mal gerade fragen. Komm mal ein bisschen weiter hier in die Mitte rein. Ich finde, der Applaus war zu leise, weil du viel zu gut warst. Können wir deinen Applaus nochmal wiederholen für den Jungen? Miguel! Miguel, mein Lieber. Ich habe dir hier mal ein kleines Teddybärchen mitgebracht. Das steht drauf, es ist dein Schutzengel. Ich hoffe, er wird dich bei vielen, vielen weiteren Auftritten vor so begeistertem Publikum begleiten. Wo auch immer dich der Weg hinführt, ich hoffe, er passt gut auf dich auf. Also, wir zwei hatten uns ja kennengelernt bei der Pforzheimer Messe, das hatte ich gerade eben eingehend schon gesagt, und ich war da so begeistert, weil er kommt hier rauf, bin auch ein bisschen nervös, aber es kann ja passieren, das gehört auch ein bisschen gehört das dazu. Nervös gehört dazu, das ist so ein bisschen, ja, wenn man hier oben steht und alles sieht, dann freut man sich auch. Und was du ja schon erlebt hast in deinen jungen Jahren, das ist ja schon ungeheuerlich bei SWR 4 in Stuttgart. In der kleinen Stadt vor Pforzheim, ne? Erzähl mal ganz kurz ein paar Sachen, zwei, drei Sätze dazu. Ich sag mal jetzt von SWR 4 den genau. Lauf. Ich war beim SWR 4 Sommerfestival und da hatte ich so ein Plakat, hab's hochgehoben und dann durfte ich mit Vanessa Mai singen. Ein oder zwei Wochen später bin ich dann mit ihr Eis essen gegangen, auch mit dem Kamerateam und das Ganze hat jetzt hier weitergemacht und ich bin sehr, sehr froh, dass ich heute hier sein darf, weil ihr wirklich ein fantastisches Publikum seid. Dankeschön. Ich passe auf deinen Schutzengel auf. Ich glaube, wir dürfen noch mal ein Lied mit ihm zusammen hören, oder? War das cool? Wunderbar. Dann nehme ich deinen Schutzengel an mich und überreiche ihn dir selbstverständlich wieder nachher. Bitteschön. Hier kommt es schon, auf den ihr wahrscheinlich schon etwas länger wartet. Atemlos, einfach aus, deine Augen sehen mich aus. Atemlos.
richtig sicher, ich hab meine Haare ganz genau. Fallen meine Arme und den Fallschirm geht auf.
versagt. Oh! Nochmal. Oh! Dankeschön. Ihr macht fantastisch. Auf Wiedersehen.